Sie euch sicher. Es ist wieder an der Zeit, der Heli ist gelandet. Sie wissen, wer kommt. Ich bitte jetzt den Sicherheitsdienst auf die Bühne. Die Bundeskanzlerin, meine Damen und Herren. Im Kottenklopf in der Kammgarten Kaiserslautern. So, jetzt zum Thema. Meine Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, kommen wir jetzt zu meinem heutigen Thema und das Thema lautet: Wie geht's weiter? Mit mir, mit Europa, mit der Welt. Die Welt, sie ist inzwischen sicherer geworden, seit Guido Westerwelle nicht mehr aus. Moment. Was für ein Text? Wer hat mir da reingeschrieben? Wahrscheinlich ein Agent vom Seehofer, dem ollen Bazi, dem ollen... Was ich eigentlich sagen wollte, ist, was ich da unlängst über den Tod von Osama Bin Laden entäußert habe, war rein diplomatischer Rhetorik, ja, und zur Befriedigung unserer amerikanischen Freunde und keine unchristlich motivierte Freude über seinen Tod an sich, ja. Ja. Dennoch kommt mir das Ganze sehr zu Pass. Denn jetzt kann Mutti in baldigster Bälde ihre Jungs und Mädels aus Afghanistan rausholen. Schluss mit Krieg, Schluss mit Atom, Schluss mit Wester... Na, Moment. Schon wieder. Also wenn ich den erwische, der mir permanent hier in meinen Text reinfuscht, ja, da gibt's einen auf die 12, aber hallo, ja. Also, ich gehe jetzt mal hier weiter. Ich werde jedenfalls national als jene Kanzlerin in die Geschichte eingehen, die Krieg, Atomkraft und Westerwelle abge... Also jetzt. Schicht im Schacht. Lauter falsche Zitate. Das sieht aus wie die Rache von Gutti an Mutti, ja? Also wenn ich diesen Ölprinzen, dieses Ölprinzen-Plagiat mal treffe, ja, also dann ist aber das von und zu auch perdu, ja? Also schauen wir doch mal, wo es denn hier weitergeht. Also, liebe Kaiserslauterinnen und Kaiserslauterer, nie war ich so wertvoll wie heute. Sogar für flugunfähige Wasservögel. So, Sicherheitsdienst, das wäre Ihr Stichwort gewesen. Bitte, ein bisschen zackig, meine Patenpinguin-Dame, bitte. Genau, kommen wir mal ein bisschen näher, damit man die auch sieht. So, das ist Alexandra aus dem Ozeaneum von Stralsund. Ja, am 7. Mai habe ich die Ehrenpatenschaft übernommen. Hinten heißt die Alexandra übrigens von Humboldt. Für die Gebildeteren unter Ihnen, ja. Sie wissen dann, was damit anzufangen ist. Aber nicht nur Pinguine wissen, was sie an Mutti haben, eine Woche nach Mutti-Tag. Nein, auch die Europäer sollten sich schon mal langsam warm anziehen. Ja, genau. Da geht ja überall drunter und drüber, ja. Haben Sie vielleicht mitbekommen, ja. Ich sage ja nur frei nach Asterix, die Spinnen, die Ungarn. So nicht, ja. Die Griechen siechen, die Portugiesen sind in den Miesen, die Franzosen haben Nerosen und die Italiener sind wie immer, der Rest ist konfus. Ja. Da fehlt mal die ordnende Hand einer starken Frau, einer Frau, die als Frau jederzeit ihren Mann steht, einer Frau, die weiß, wie man möchte gern's und gerne Großemporkömmlinge aller Couleur nachhaltig auf ihr angestammtes Normalmaß stutzt. Deutschland ist ja bereits voll mit Gestutzten und wenn man mich mal entsprechend lassen würde, wäre es Europa bald auch. Ja. Danke. Wobei, was will Frau an Sarkozy oder einem Berlusconi eigentlich noch stutzen? Die sehen doch aus, als hätten sie ihren Freischwimmer in einer Badewanne gemacht, quasi als Wannenwichtel. Ja, und die Griechen als solchen
sind ja auch nicht gerade die Größten, ja. Aber wenn die wieder ihre Drachmen wollen, dann stürze ich die noch eins runter auf Malta-Niveau. Ja, dann können die Griechen aber einen drauf lassen. Aber hallo, mit Tzatziki-Abgang, ja. Ich sage Ihnen, Hände weg vom Euro. Und das sagt auch meine Patenpinguin-Dame ganz genau. Na, sehen Sie? Sie nickt. Ja. Und darüber, wie ich den Euro von allem Ungemach bewahren möchte, will ich Ihnen jetzt ein Liedchen singen, denn ich habe schon immer sehr gerne gesungen. Perfekt. Ja, mein Volk. Also, lasst es krachen, Jungs. Die Mutti möchte stolz auf euch sein. Fetz, fetz. Auf das. Danke, meine Lieben.